Ubiquitäre Interaktion mit Computern, allgegenwärtige Mensch-Computer-Interaktion. Das Ziel in dem Blog ist, dass Sie verstehen, dass Mensch-Computer-Interaktion in vielen Bereichen Bedeutung hat. Es geht nicht mehr um den Desktop-PC, den Laptop oder das Handy, es geht darüber hinaus. Es geht um digitale Objekte, um Objekte mit digitalen Funktionen, und überall dort spielt inzwischen Mensch-Computer-Interaktion auch eine wesentliche Rolle. Nach dem Blog sollen Sie in der Lage sein, zu erklären, warum es schwieriger ist, Produkte, die stark digital getrieben sind, zu konzipieren bezüglich der Interaktion im Gegensatz zu mechanischen Objekten. Und Sie sollen den Begriff der Affordance und der wahrgenommenen Affordance, des Angebotscharakters in Deutsch, verstehen und erklären können. Aber wir fangen mit einer kleinen Übung an. Halten Sie das Video an und zeichnen Sie einen Computer. Ganz, ganz grob. Maximal 60 Sekunden. Überlegen Sie sich, wie sah Ihr erster Computer aus? Wie sieht der Computer aus, den Sie gerade aktuell verwenden? Was macht das aus, dass es ein Computer ist? Pausieren Sie das Video kurz, ich bin gleich zurück. Ich habe auch kurz gemalt und ich habe zwei kleine Skizzen gemacht. Und wie schon mehrfach gesagt, es geht nicht darum, schön zu zeichnen, sondern mit einer Skizze geht es darum, das Wesentliche zu kommunizieren. Und wenn wir jetzt das untere Bild ansehen, was ich gezeichnet habe, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann ist das ein Computer, das Hauptgerät, eine Tastatur, eine Maus, zwei Lautsprecher, ein Bildschirm. Wenn wir den Laptop anschauen, ist eigentlich hauptsächlich Tastatur und Bildschirm. Und was wir da sehen, inzwischen nehmen wir den Computer sehr stark eben als den Teil, mit dem wir interagieren. Aber wenn wir jetzt betrachten, was ist denn eigentlich ein Computer und mit wie vielen Computern interagieren wir eigentlich tagtäglich, dann werden wir sehen, dass es eben weggeht von dem Computer, der eben ja im Büro steht, hin zu einer ganzen Vielzahl von Computern, die in Alltagsgegenständen eingebaut sind und mit denen wir dann, wenn wir einen Kaffee holen, interagieren, wenn wir mit dem Auto fahren, wenn wir telefonieren, wenn wir ein Ticket kaufen. Mit wie vielen Computern haben Sie heute interagiert? Das ist extrem schwierig zu sagen. Auch die Frage, mit wie vielen Computern interagieren Sie denn, wenn Sie eine WhatsApp-Nachricht schicken? Das sind natürlich Computer im Hintergrund. Wenn Sie durch eine Tür laufen, die automatisch auf und zu geht, wenn Sie mit einer S-Bahn fahren. Das heißt, es lässt sich eigentlich sehr schwierig sagen. Und es ist nur der Anfang. Im Moment sehen wir das, es wird manchmal als Internet of Things oder Ubiquitous Computing bezeichnet, dass eben immer mehr Alltagsgegenstände zu Computern werden oder zumindest Computertechnologie enthalten. Jetzt gehen wir aber einen Schritt zurück und schauen mal, mit was wir denn tagtäglich interagieren. Und da gibt es ein sehr schönes Buch von Paola Zuccotti, Everything We Touch, A 24-Hour Inventory of Our Lives. Und sie hat ein Buch gemacht, wo sie für verschiedene Personen fotografiert hat, zuerst hingelegt und fotografiert den Tagesablauf in Objekten. Und da kann man sehr, sehr viel aus einer Person rauslesen, was man aus den Objekten sieht, die eine Person den Tag über verwendet. Und viele der Objekte sind natürlich jetzt keine Computer drin oder das sind keine digitalen Objekte, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass viele dieser Objekte, sei es der Kinderwagen, sei es die Schuhe, dass die mittelfristig einen Computer enthalten. Und das heißt, das Thema Mensch-Computer-Interaktion wird immer breiter hin zum Produktdesign, hin zum Interaktionsdesign. Und die Signifikanz zeigt sich in einer Arbeit von einem anderen Künstler, Alberto Fricco. Der hat aktuell ein Projekt, zu dem Zeitpunkt waren es 11 Jahre, wo er eine 250.000 Objekte berührt hat und er macht damit Ausstellungen. Das heißt, er fotografiert alles, was er über einen Tag berührt, anfasst und jede solche Zeile ist dann eben ein Tag. Das heißt, es ist so eine Art Tagebuch im Bild.
Und das ist für mich gleichzeitig eine Motivation, warum ich das Thema ubiquitäre Interaktion mit Computern sehr wichtig finde, weil wir natürlich uns permanent mit Objekten umgeben und wenn diese schwierig zu bedienen sind, dann bauen wir uns mehr Probleme wie Lösungen. Und ich habe nachher Beispiele dafür. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass wir in Zukunft auch die Objekte, mit denen wir tagtäglich interagieren, nicht komplizierter machen, weil sie digital werden, sondern einfacher. Kurz mal nachdenken. Wenn Sie zurückdenken, welche Objekte, die Sie heute benutzt haben oder noch benutzen werden, waren vor 20 Jahren noch keine digitalen Geräte. Da findet man schnell eine ganze Menge an Dingen. Telefon, Kamera, Auto, öffentlicher Nahverkehr. Also wenn Sie da ein bisschen genauer reinschauen, sehen Sie, dass in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Geräten von einem analogen System zum digitalen System migriert wurden. Und damit war dann auch die Interaktion eben weg von einer mechanischen Interaktion hin zu einer Interaktion, die wir programmieren können, zur Mensch-Computer-Interaktion. Die spannendere Frage ist, was wird in den nächsten 30 Jahren noch ein Computer bekommen? Was wird nicht mehr mechanisch, nicht mehr analog sein, sondern was wird eine Technologie sein, wo im Kern ein Computer, ein Prozessor, Netzwerktechnologie drin ist. Und um da mal drüber nachzudenken, kann man sich mal in der Wohnung umschauen, in seinem Zimmer umschauen, welche Geräte haben denn jetzt schon eine Batterie, werden jetzt schon in die Steckdose gesteckt, welche haben eine Stromversorgung. Und da ist eben sehr wahrscheinlich, dass ganz viele von denen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren hin zu Computern werden, aber auch viele Gegenstände, die aktuell noch keine Energieversorgung haben, wie zum Beispiel Kleidung, Richtung Wearable Computing, kann man sich vorstellen, dass es Computer werden. Damit, glaube ich, habe ich stark motiviert, dass das ein Thema ist, was sich im Moment mitten in einem Umschwung befindet. Und 1990 hat Mark Weiser bei Xerox PARC den Begriff Ubiquitous Computing, ubiquitäre Computersysteme, geprägt. Und es gibt einen Artikel dazu, The Computer for the 21st Century. Und seine Argumentation im Groben ist, die Anzahl der Computer, die ein Mensch hat, steigt sehr stark. Früher haben sich einzelne Leute einen Computer geteilt. Inzwischen hat jeder von uns viele Computer und irgendwann zwischendrin war mal der PC, wo so ein Verhältnis 1:1 war. Und die Größe der einzelnen Computer geht auch runter. Die Grafik ist so richtig, man kann es natürlich aber auch so sehen, die Sachen in der Vergangenheit sind nicht weggegangen. Die Großrechner sind natürlich noch da, heute bei Google, bei Microsoft und so weiter. Das heißt, wenn wir auf Cloud-Services zurückgreifen, haben wir ja immer noch das 1:N, wo wir einen Computer mit anderen teilen. Gleichzeitig haben wir eben die vielen einzelnen Computer, die wir nutzen. Und das zeigt auch die Komplexität der Interaktion. Es ist nicht mehr das eine Terminal, was wir designen, sondern es ist eigentlich die Interaktion mit dem Ensemble von Geräten, mit einer Menge von Geräten, die wir benutzen. Wenn wir uns jetzt hier das Motivationsbild anschauen, dann sind hier drei Wecker. Was auffällt, zwei sind digital, einer ist analog. Was als erstes auffällt, die digitalen sind sehr genau, die sind beide gleich. Der analoge geht so 2 Minuten vor, nicht so ganz genau gestellt. Wenn wir jetzt aber genauer anschauen, was die Bedienbarkeit angeht, dann ist es so, dass beim analogen, beim mechanischen Wecker relativ klar ist, wie der zu bedienen ist, wohingegen jetzt bei den digitalen, in dem Fall Funkwecker, das heißt, man muss gar nicht viel bedienen, die Bedienung schwieriger ist. Wenn wir uns das jetzt mal im Detail anschauen, wenn wir jetzt hier nochmal die Wecker haben, wenn wir jetzt uns anschauen, im mechanischen Wecker können wir auf Basis von unserem Grundverständnis von Physik sagen, was passiert. Also wenn ich den Hebel in die eine Richtung schiebe, dann ist es so, dass der Hammer nicht zwischen den Glocken hin und her gehen kann, also habe ich die Glocke ausgestellt. Das heißt, ich muss gar nichts verstehen über die Systematik des Designs, über die Designsprache. Es ist einfach aus der Physik, aus der Trivialphysik, die ich da habe,
kann ich sehen, ich habe bestimmte Achsen, wenn ich an was drehe, dreht es eben eine bestimmte Funktion im Wecker. Wenn ich jetzt den elektronischen Wecker anschaue, dann hat er eben Knöpfe und irgendjemand hat entschieden, wenn ich den Knopf drücke, passiert das und wenn ich den Knopf... Das heißt, der Programmierer hat das festgelegt. Das heißt, durch draufschauen habe ich keine Chance, rauszufinden, wie es funktioniert. Und auf der einen Seite gibt uns das sehr, sehr viele Freiheitsgrade im Design von Systemen. Gleichzeitig macht es natürlich auch das Design schwieriger, weil wir mit den Freiheitsgraden umgehen müssen. Und wenn wir es am Ende bedienbar haben wollen, müssen Leute verstehen, was wir designt haben, um eben nicht die Anleitung lesen zu müssen. Für den mechanischen Wecker brauchen Sie keine Anleitung. Da ist das Design die Anleitung. Für den digitalen Wecker, den elektronischen Wecker, wenn da keine Beschriftung ist, brauchen Sie eine Anleitung. Wenn eine Beschriftung ist, brauchen Sie vielleicht trotzdem eine Anleitung, weil es eben nicht offensichtlich ist. Jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung, um Sie auf den Begriff vorzubereiten. Ich habe jetzt hier drei Werkstoffe, einmal Holz, Glas, Stein. Und wenn Sie jetzt kurz drüber nachdenken, welche Art von Vandalismus sieht man auf diesen? Beim Glas werden Scheiben zerschlagen, beim Stein wird Graffiti gemacht, bei Holz sehen wir sowohl Graffiti wie auch, dass Leute was anbrennen. Und das heißt, wenn die Person, die Vandalismus betreibt, das Objekt sieht, dann weiß sie, was sie tun kann. Und das ist sowas, was man sich merken soll. Ein Interaktionsobjekt, ein Computer soll so sein, dass es genauso ist. Ich nehme es in die Hand und ich weiß, was ich damit tun muss, was ich damit tun kann. Und das bringt uns zu dem Begriff Affordance in Englisch, im Deutschen Angebotscharakter, Aufforderungscharakter. Zum ersten Mal diskutiert in der Psychologie von Gibson 1977 und ich habe einen Satz raus, den ich sehr wichtig finde. A fruit says, eat me, water says, drink me, thunder says, fear me. Das heißt, wir haben Sachen, die passieren, Objekte, Gegenstände, Ereignisse, die für sich selbst sprechen. Und jetzt ist natürlich die Sache, wir haben vermutlich von klein auf gelernt, diese Dinge zu verstehen. Das heißt, den Angebotscharakter, den Aufforderungscharakter zu verstehen. Und die Argumentation, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, Don Norman hat es in dem Buch Design, The Design of Everyday Things gut beschrieben. Wir sollen Sachen so entwickeln, so designen, dass Leute sofort verstehen, was man damit tun kann. Welche Interaktionen, welche Aktionen sind möglich anhand von dem, wie das Objekt aussieht, wie es sich mir darstellt. Und die Herausforderung, ein Objekt so zu bauen, dass, wenn ich es in die Hand nehme, wenn es auf dem Tisch liegt, wenn es sich mir auf dem Bildschirm zeigt, dass ich weiß, was ich tun muss, das ist die Kunst, die dahinter ist. Und der Begriff, den wir verwenden, ist Affordance und wahrgenommene Affordance, Perceived Affordance. Und da gibt es auch in dem Buch, das hier abgebildet ist, ein ganz spannendes Kapitel dazu, wen das im Detail interessiert. Jetzt ist es so, wir sehen ganz viel in der echten Welt das Gegenteil. Hier ist ein Türgriff und was wir bei dem neben dem Türgriff sehen, ist, dass es an der Rezeption im Hotel ein Tutorial gibt. Das gibt eine kurze Einführung für den Gast, wie die Tür zu öffnen ist, weil das Design eben nicht offensichtlich ist. Man kriegt eine Schlüsselkarte und da gibt es einen Knopf auf dem Schloss, auf dem kann man draufdrücken. Und in der Version war es so, man musste die Karte nicht ans Schloss halten, auf das Schloss drücken, wenn das grüne Lämpchen geleuchtet hat, die Karte vor das Schloss halten, dann hat das Lämpchen geblinkt und dann konnte man die Tür aufmachen. Wenn man die Karte vorher hingehalten hat oder den Knopf nicht gedrückt hat, hat es nicht funktioniert. Was hat der Hotelmanager gemacht, weil vermutlich ziemlich viele Gäste zurückkamen. Er hat ein Foto gemacht und hat eben jedem Gast eine Einweisung zu geben. Interessanterweise, wie ich ein Jahr später in dem Hotel war, hatten sie das Schließsystem ausgewechselt. Wenn man sich jetzt überlegt, warum das wohl so designt war, kommt man relativ schnell auf den Punkt. Der Designer hat überlegt, man will eben nicht die
Batterien, den Türschlössern oft wechseln. Also mache ich das so, dass die nur eingeschaltet wird, wenn da jemand drauf drückt. Dann hält die Batterie 10 Jahre, dann braucht man keine Wartung. Er hat es eben aus einer Sicht des Benutzers, der die Wartung macht, designt, hat aber eben nicht aus der Sicht des Benutzers, der eben in dem Hotel ankommt und in sein Zimmer möchte und dann wieder zur Rezeption muss, gesehen. Und das zeigt, dass selbst so etwas ganz Triviales wie ein Türöffner zu bauen inzwischen eigentlich ein Computersystem ist und damit dann ähnlichen Problemen unterliegt wie die Mensch-Computer-Interaktion. Ich habe ein weiteres Beispiel, das ist, wie öffnet man ein Fenster? Und wir haben, nachdem die Fenster immer wieder kaputt gingen, haben wir einen Brief der Firma gekriegt, die Fenster gebaut hat. Und die hat uns da in 4 Bullet Points klar erklärt, wie ein Fenster zu öffnen ist. Das ist der Schalter dazu. Und da ist das eine, die Fenster sind nur über die Schalter zu öffnen. Und man muss die immer so lange betätigen, bis sie in der Endlage sind. Und das kann man am Geräusch wahrnehmen. Das heißt, sie haben uns aufgeschrieben, wie ein Fenster zu bedienen ist. Und dass das natürlich nicht funktioniert, sollte jedem offensichtlich sein. Die beiden Beispiele, man kann sehr schnell drüber lachen, aber es ist wirklich ganz häufig eine Herausforderung, solche Systeme zu bauen. Und ich habe eins als ein Design-Task. Unser Szenario ist, Sie sind in einer Firma, einer Universität. Sie haben ein Zimmer, einen Raum, in dem Ausrüstung drin ist. Vielleicht Kameras oder Computer. Und in der Abteilung arbeiten 20 und mehr Leute. Und man muss da nicht häufig hin, aber man muss immer wieder mal hin. Bisher gibt es einen normalen Schlüssel und Leute aus anderen Gruppen oder anderen Abteilungen sollen nicht reinkommen. Es gibt aktuellen Schlüssel für den Raum. Und 5 von den Leuten, typischerweise die schon am längsten da sind, die haben einen Schlüssel. Die anderen leihen sich den Schlüssel entweder bei denen aus, die schon einen haben, oder der Hausmeister hat auch einen Schlüssel. Jetzt ist die Frage, es wird ein neues Schließsystem, soll designt werden. Wie würden Sie das machen? Was wäre Ihr Designvorschlag? Mit was sollte man das ersetzen, dass es einfacher wird? Pausieren Sie das Video kurz, nehmen Sie sich ein paar Minuten, überlegen Sie sich, was gute Lösungen wären. Ich habe hier mal 2 Lösungen vorgestellt. Das eine ist, man macht ein Zahlenschloss dran. Das andere, man macht es eben im Kontext von einem größeren Schließsystem, wo man einen Transponder hat. Und jetzt kann man eben anfangen überlegen, was ist der Vorteil von einem Zahlenschloss? Man kann allen 20 Personen oder auch allen mehr den Code sagen. Und man kann dann den Code wechseln, wenn Mitarbeiter die Abteilung verlassen und woanders sind. Man kann aber ganz schlecht verhindern, dass Leute einfach per WhatsApp, per E-Mail an Kollegen das weiterleiten und dass dann irgendwann alle die Nummer wissen, auch außerhalb der Abteilung. Das heißt, man muss sich überlegen, wann ändere ich das? Wie ändere ich es jeden Monat? Muss ich dann Leuten was zuschicken, dass die wissen, was jetzt der neue Code ist? Oder habe ich es irgendwo im Intranet, dass ich dann nachschauen muss, wie kommuniziere ich das. Das andere, wenn ich jetzt einen Transponder nehme, ja, dann muss ich entweder einen Transponder einführen, wenn noch kein Schließsystem im restlichen Unternehmen vorhanden ist, was ein extra Gegenstand wäre. Wer gibt die Transponder aus? Wann geben Leute die Transponder zurück? Oder wenn Transponder nicht zurückkommen, wann mache ich ein Update auf die Transponder? Ganz häufig bei Transpondern wissen wir auch, wer das Schloss aufgemacht hat oder zugemacht. Kann man darüber argumentieren, oh, das ist ein Riesenvorteil. Es kann aber auch sein, dass Leute sagen, nee, also wir möchten kein Tracking haben. Das heißt, selbst mit den 2 Sachen haben sie eine ganze Menge an Diskussion, die sie betrachten müssen, um eine gute Lösung, die eben über den Schlüssel von vorher hinausgeht, zu haben. Und das ist auch was wir mit dem Kurs möchten, dass sie in der Lage sind zu verstehen, es ist häufig nicht, das ist die Lösung, sondern es gibt verschiedene Lösungen und die haben Vor- und Nachteile und sie sollen in der Lage sein, die qualifiziert zu diskutieren. Kommen wir nochmal zurück auf den Begriff Affordance. Googlen Sie mal, machen Sie eine Image Search für
Designer Water Fountain oder für Designer Wasserhahn. Und Sie werden sehen, es gibt eine ganze Menge an Wasserhähnen, die nicht offensichtlich zu bedienen sind. Und jetzt ist so die Frage, warum gibt es Designs, die eigentlich schwierig zu bedienen sind? Warum machen Leute einen Wasserhahn, wo es eben nicht offensichtlich ist, wie der zu bedienen ist? Und das zeigt, dass eben das Design von Interfaces nicht das einzige Kriterium ist, mit dem wir ein Produkt designen, sondern es steht immer im Kontext von dem gesamten Produktdesign. Und manchmal ist eben so, Innovation zu zeigen wichtiger, manchmal ist zu sparen, ein Produkt billiger zu machen wichtiger. Das heißt, es ist immer in einem größeren Konstrukt, immer in einem größeren Prozess mit drin. Was beschränkt uns in dem, wie wir neue Anwendungen bauen? Früher, wenn Sie 30, 40, 50 Jahre zurückgehen, war Rechnerleistung, RAM-Größe, Netzwerkverbindung, das waren Beschränkungen und die haben verhindert, dass sie neue Anwendungen bauen konnten oder bestimmte Anwendungen. Heute ist es so, dass ein Desktop-PC die meiste Zeit irgendwie unter 10% Rechenleistung verbraucht. RAM ist nicht ausgelastet, das heißt, die Bildschirmgröße ist da, wir haben relativ schnelle Eingaben, wir haben eine Maus. Ganz häufig ist der Fall, dass eigentlich, was uns limitiert, die Kreativität des Entwicklers ist. Wir wissen einfach nicht, was unser Prozess besser machen könnte. Was sind die Sachen, die dem Menschen wirklich helfen würden? Wie kann ich eine Anwendung, wie kann ich eine Kamera, wie kann ich ein Office-Programm, wie kann ich das besser machen, damit Menschen einen Vorteil davon haben? Und der Prozess der Innovation, den werden wir auch in weiteren Blöcken innerhalb dieser Lecture-Serie besprechen. Ich mache eine Zusammenfassung. Mensch-Computer-Interaktion hat eine große Relevanz über den Computer, über den Desktop, über den Laptop hinaus. Wir sehen, dass immer mehr Objekte Informationstechnologie enthalten und da haben wir eben eine ähnliche Problematik der Mensch-Computer-Interaktion eben für spezifische Objekte. Das Ziel ist es, Gegenstände, Anwendungen, Programme, Interfaces so zu gestalten, dass es offensichtlich ist, wie die zu benutzen sind. Und indem wir vom Mechanischen zum Digitalen gehen, verlieren wir Einschränkungen, wir verlieren Randbedingungen, wir gewinnen Freiheitsgrade. Gleichzeitig macht das es schwieriger, ein Design zu machen, was offensichtlich ist. Das heißt, wir müssen uns mehr Mühe geben, ein Design zu machen, wo das Design kommuniziert, wie es benutzbar ist. Und das wird genau mit dem Begriff Angebotscharakter oder Affordance beschrieben, dass ein Objekt das kommuniziert, wie es benutzt wird. Und damit sind wir fast am Ende. Hier sind noch einige Fragen. Wenn Sie die beantworten können, haben Sie den Blog verstanden. Und da ist auch noch ein Punkt, den man sich auch merken kann. A user interface is like a joke. If you have to explain it, it's not that good. Und das zeigt eben auch wieder das, was wir mit Affordance gelernt haben. Wenn es nicht offensichtlich ist, ist es vermutlich nicht so richtig gut. Und mit den Referenzen bin ich am Ende des Blogs und hier noch die Folie mit unserer Lizenz. Dankeschön.